Der Arzt hat angerufen. Und? Und ich hatte recht. Sie ist schwanger? In 7 Wochen wird sie Junge bekommen. Oh, Mark, du musst sie zu dir nach Hause nehmen. Zu mir? Ich habe die Teppiche erst kürzlich reinigen lassen und... Sie bekommt Junge. Ich kann sie nicht in einem Hundeheim... Ist das eine Bitte nach dem Motto, liebst du mich, liebst du auch meinen Hund? Ja. Wie könnte ich dir jemals etwas abschlagen? Danke, Schatz. Wann werdet ihr starten? Sobald mir die Zustandsberichte des Systems vorliegen. Gut, dann will ich dich nicht länger belästigen. Hey. Du belästigst mich nie. Außer auf die Art, die ich so liebe. Verstehst du? Das werde ich mir merken. Wir sehen uns in ein paar Wochen. Oma, geh bei mir vorbei und nimm den Hundekorb mit. Dann fühlt sie sich wohler. Das habe ich schon. Vor einer Stunde. Herein. Meine Herren, willkommen an Bord der Voyager. Danke, Sir. Mr. Kim? Stehen Sie bequem, bevor Sie einen Krampf kriegen. Fenrich, entgegen dem Protokoll der Sternenflotte möchte ich nicht mit Sir angeredet werden. Verzeihen Sie bitte. Ma'am. Ma'am würde ich notfalls akzeptieren, aber ich ziehe Captain vor. Wir sind bald startklar. Lassen Sie mich Ihnen die Brücke zeigen. Gab es Schwierigkeiten, hierher zu kommen, Mr. Paris? Nicht die geringsten, Captain. Mein erster Offizier, Lieutenant Commander Cavett, Fenrich Kim, Mr. Paris. Willkommen an Bord. Fenrich Kim, dies ist Ihre Station. Würden Sie sie bitte übernehmen? Ja, ma'am. Es ist noch kein Notfall. Wenn es soweit ist, lasse ich es Sie wissen. Lieutenant Stardy, setzen Sie den Kurs und bitten Sie um die Starterlaubnis. Kurs eingegeben, Starterlaubnis erteilt. Triebwerke startbereit machen. Triebwerke bereit. Startsequenz initiieren. Sequenz läuft. Beschleunigen. Tomatensuppe. In diesem Replikator stehen 14 Varianten von Tomatensuppe zur Verfügung. Mit Reis, mit Gemüse, nach bouillanischer Art, mit Nudeln, mit... Pur. Wünschen Sie sie heiß oder kalt? Heiß. Heiße, pure Tomatensuppe. Achtung, er kommt her. Und wenn schon. Bis später. Ich sagte doch, es würde nicht allzu lange dauern. Ist das wahr? War der Unfall meine Schuld? Ja. Pilotenfehler. Ich habe nur eine Weile gebraucht, um es zuzugeben. Ja, 14 Varianten. Wenn die alle so grauenvoll wie diese schmecken. Es heißt, Sie hätten die Berichte gefälscht. Das stimmt. Warum? Was macht das schon? Ich habe gelogen. Aber was hat Sie dann veranlasst, etwas später Ihre Schuld einzugestehen? Ich werde Ihnen die Wahrheit sagen. Ich wäre straflos davongekommen, hätte ich nur meinen Mund gehalten. Ich konnte es nicht. Die Geister dieser 3 toten Offiziere erschienen mir mitten in der Nacht, klagten mich an und redeten mir ins Gewissen. Also habe ich gestanden. Der schlimmste Fehler meines Lebens, aber nicht mein letzter. Nach meiner unehrenhaften Entlassung aus der Sternenflotte suchte ich neue Aufgaben und fand den Marquis. Und bei meinem ersten Auftrag wurde ich gefangen. Das muss ziemlich hart für Sie gewesen sein, als Sohn eines Admirals. Offen gesagt glaube ich, dass es für meinen Vater härter war als für mich. Hören Sie, ich weiß, die Jungs haben Ihnen geraten, sich von mir fernzuhalten. Und wissen Sie was? Sie sollten auf Sie hören. Ich bin nicht gerade ein Glücksbringer. Ich brauche niemanden, der mir meine Freunde aussucht.